Alles nicht. Können wir nicht reinschauen? Okay, dann weiter. Fertig. Dann gehen wir weiter. Gut. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Oh mein Gott. Hört ihr das? Komm schon. Genug. Super Sache. War ja Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Das Blut vom, das Buch vom Drachenblut, könnt ihr lesen? Einfach auf Pause immer drücken. Ich werde, denke ich, mir noch ein Let's Read machen. Vielleicht. Muss schauen, ob ich dafür die Zeit finde, ne? Einfach immer auf Pause drücken, falls ihr es lesen wollt. Ach, nehmt, mitnehmen. Dietrich, 4, Heilung. Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das... Ja. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Super. Dietrich, ich benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und wer... Ja, okay. So war das. Da. Und Gold. Mal ein Buch und ein Magier. Praktisch. Und was haben wir hier noch? Vielleicht finden wir hier noch was drin. Nichts als Knochen, aber wir trainieren Schloss knacken. Das sieht man unten rechts. Und das ist natürlich auch praktisch. Zack. Dann können wir später besser skillen. So, hier ist nichts mehr drin, dann gehen wir weiter. Aber wir haben hier doch 19 Eisenstreitkolben. Und ein Eisenschild. Was haben wir hier gefunden? Zack. Okay. Jetzt sind wir ja ein richtiger Hutwagon. Mit Schild und Kolben. Okay. Aber ich denke mal, wir werden später noch ein bisschen anders die Waffen benutzen. Also es gibt ja noch andere, die wir hier gerade nicht finden. Und deshalb... Okay, da ist nichts drin. Hier ist vielleicht was drin. Oh. Okay. So. Da ist aber was drin. Da. Hier. Durchsuchen Skelett. Knochenmehl und Gold. Super. Auf der anderen Seite nichts. Und das war es leider auch schon. Aber wir können hier weitergehen. Wen haben wir denn da? Soldat der Sturm. Er hat aber nichts dabei. Skelett, Knochenmehl und Gold. Praktisch. Hier noch mehr. Gold, Knochenmehl. Oh, wer seid denn ihr? Heute nichts. Okay. Hier entlang. Kommen wir jetzt mit? Ja, gut. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Oh Gott. Ich werde doch mehr kaiserlichen. Da! Ihr werdet diesen nicht leben verlassen. Zack! Komm! Und fahren! Den haben wir. Aber der hatte einen, genau, einen Langbogen dabei. Den nehme ich mal mit. Sonst, der Rest, sonst werden wir noch überladen. Komm. Komm. Zack. Und jetzt ist er betäubt und wir können draufschlagen. Zack. 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 Okay, den haben wir. Die Eisenpfeile nehme ich noch mit. Ich hatte nicht schwer 10, okay, auch gut. Eisenpfeile. Langbogen. Ah, da, das ist noch Öl, ne? Da lässt sich doch sicher was machen. Oh. Sorry, das wollte ich nicht. Eisenzweier, na, praktisch. Bestimmt. 50 Wert.
35. Oh, was waren 75 hier wert? Mit 6 nur. Okay. Jetzt schmeißen wir alles Unnötige raus. Was? Das hier. Weg damit. Das ist noch gut. Nur 30. Achso, ich dachte gerade Gewicht hier. Das kommt weg. Einer davon brauchen wir nur. Und das kann auch weg. So, gut. Weiter geht's. Hebel. Ich will Hebel ziehen. Mal sehen, wo das hier hinführt. Jo, in so eine Höhle. Kommst du? Gut. Dort entlang kommen wir nicht mehr zurück. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Okay, was haben wir denn hier? Ein Geheimgang. Ach, da haben wir doch einen Gesundheitstrank und Gold. Hätten wir, glaube ich, sonst nicht gefunden. So. Nee, bestimmt nicht. Aber hier geht's noch weiter. Los. Ich gehe vor, okay. Noch mehr Gold. Leider kein Skelett. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Bist echt blind oder so, ne? Spinnen. Ich habe hier echt nichts so generell so gegen kleine Spinnen, aber was das da ist, da habe ich echt was gegen. Jetzt vergiften die mich auch noch. Okay. Noch vielleicht irgendwie. War irgendwie klar. Warum sind die gerade eben nicht gekommen? Ja, Ralof, hilf mal. Ich hasse diese verdammten Biester. Die haben zu viele auch. Okay. Noch ein Beutel Spinneneier. Aber wir rissen erstmal wieder unserem Schild aus. Und unseren Eisenschreitkolben. Oder nee, wir den Eisenzweihänder. Der ist, glaube ich, besser für unsere Statur. Und haut auch ein bisschen mehr rein. Ja, das ist doch mal anständig. Da oben lag doch noch was. Ein Trank, genau. Moment, einmal kurz jucken. So. Weiter geht's. Hier. Mit dem möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Verarschen. Natürlich. Kein Problem für uns. Wie gesagt, kein Problem für uns. Okay, noch Fragen, Ralof? Da liegt ein Helm. Ist ja besser als unser. Mein Name, ausgerüstet, gestohlen, verzaubert. Ach, schade. Ausgerüstet. 16? Ne, 19. Okay, der ist schlechter. Ach, da bist du, Ralof. Weiter geht's. Und wie ihr bemerkt habt, werde ich das auch nicht hier, mit Begrüßung und Verabschiedung machen. Ich werde hier einfach durchzocken. Da ich Skyrim jetzt schon ein bisschen vorbereiten will und nicht immer so viel Arbeit haben will. Da ich dann auch nächste Woche
in Berlin bin, also weg, oder bitte. Ich glaube, wenn ihr das hier hört, bin ich schon weg. Und, nee, wenn ihr das hier hört, glaube ich, dann müsste ich schon wieder da sein. Aber dann eine halbe Woche später bin ich wieder weg und deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Hast du nur ein blindes Auge? Was? Hä? Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wer? Wir wissen der Drache? Nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Okay. Komm. Achso, abgeschaut. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Okay. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Nee, du wärst am Bären verreckt. Das Beste, wenn wir vorsichtig aufteilen. Okay, die Straße entlang. Immer die Straße entlang. Und immer diese Pflanzen einsammeln. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Okay, schließe ich im Aufstand der Sturmmäntel an. Das werden wir doch wohl ganz sicher tun. Führt der Weg denn hin? Karte. Ach, der Weg führt zu Helgen. Oh mein Gott, wir haben ja jetzt ein ganz schönes Stück. Okay, Flussweiß. Okay. Dann werden wir mal weitergehen. Hallo, warte. Gut. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Wieso, was denn daran so schlimm? Gewöhnt sich wohl daran. Ist daran so schlimm? Muss doch, redest du eigentlich noch weiter oder soll ich wieder reden? Ja, was haben wir denn da? Das sind drei Steine. Bestimmt was Besonderes. Auf der Karte markiert auf jeden Fall. Die Wächtersteine. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Okay. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur ein Segen eines Zeichens auf einmal haben, okay? Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Denn weil wir ein richtig fetter Krieger sind, werden wir wohl auch den Kriegerstein aktivieren. Ein Krieger? Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Magic. Okay. So, weiter geht's. Hier sind wir jetzt endlich da. Hier dauert wohl noch ein bisschen. Wo führt's denn da hoch?